So, Google Earth mal wieder. 1947 stürzte auf der Erde das Raumschiff Pegasus ab. Es soll ja in Roswell abgestürzt sein. Dieses Raumschiff tauchte 1962 auf dem Mars auf. Hier habe ich einen Screenshot gemacht, damit man in etwa weiß, wo man das in dem Bild auf dem Mars findet. Hier stehen die Koordinaten für Google Earth. So, jetzt gehen wir mal auf Google Earth, schalten auf Mars um. Geben die Koordinaten ein und fliegen die Koordinaten an. So, jetzt muss ich ein bisschen abbremsen. Einmal reinklicken zum Abbremsen. Sonst komme ich zu weit in die Bildansicht hinein. Und wir wollen ja auf dieses Foto. So, jetzt kann ich in dieses Foto hineinfliegen. Das ist von Opportunity. Also von einem der Roboter, die auf dem Mars sind, ja. So, jetzt fliegen wir in das Bild rein, indem wir draufklicken und gehen dann über in den Fotomodus. Jetzt hatte ich ja eben gezeigt, in welchem Raumbereich des Bildes das ungefähr liegt. Das sind wir dann etwa hier. Das sieht man natürlich auf den ersten Blick nicht direkt was. Da muss man noch ein Stück rein scrollen. Ups, was liegt denn da? Schaut euch das an, ein Pegasus liegt auf dem Mars. Ich hoffe, dass die Mars One Ground Crew als allererstes dieses Schiff bergen wird, denn die Reparatur dieses Schiffes befähigt dazu, zurück zur Erde zu fliegen. Besser geht's ja gar nicht, ne? So, jetzt gehen wir mal weiter gucken, was es dann noch für Infos gibt. Wie gesagt, 1947 in Roswell abgestürzt. 1962 tauchen die ersten Indizien auf, dass eine Marslandung stattgefunden hat. Unter anderem in Zusammenhang mit Sir Richard Ballantyne. Wer da mal kuscheln will, kann das tun. Und dieses Pegasus-Raumschiff liegt nach wie vor auf dem Mars. Gehen wir mal gucken, was es da für Flugsimulatoren gibt. Hier haben wir einen Flugsimulator von ZDF. Also Leute, habt ihr gehört, unsere Mission hat begonnen. Hier ist unser Pegasus.
Was jetzt wunderschön an diesem Flugsimulator ist, wenn der Sprecher angeschaltet ist und wir von Planet zu Planet fliegen, ich tue euch das mal kurz vorführen, dann bekommt ihr durch den Autopiloten automatisch die Ansagen gemacht. Zwischendurch hat er Verarbeitungsschwierigkeiten und zeigt die Bilder nicht an. Sei es drum, es macht trotzdem Spaß, einfach mal durchs Universum zu fliegen. Durchs Sonnensystem. Hier kann man dann zum Beispiel den Sprecher ausschalten und kann sich dann die Daten anschauen zu den jeweiligen Planeten. Wunderschön. Und das alles mit dem Raumschiff Pegasus. Schaut euch das an. Ach ja, einfach schön. Viel Spaß beim Fliegen!